Neues Jahr, neuer Amateursportpreissieger. Ab jetzt darf endlich wieder abgestimmt werden. Grundgedanke war, dass der Amateursport gegenüber dem professionellen Sport eigentlich in dieser Stadt sehr wenig repräsentiert wird und wir dafür eine Lanze brechen wollten. Das ist uns gelungen. In diesem Jahr wurden 15 Teams von ihren Verbänden nominiert und nun darf jeder für seinen Favoriten voten. In diesem Jahr haben wir eine sehr große Bandbreite von Drachenboot über Quidditch bis hin zum gleichgeschlechtlichen Tanzen. Da ist es schwer, eine Entscheidung zu treffen. Ich persönlich würde mich da wahrscheinlich auch sehr schwer tun. Nicht nur den aufgeregten und fieberhaften Teams ist der Sport so wichtig, sondern natürlich auch den Unterstützern. Als Gesundheitskasse ist es natürlich uns wichtig, unsere Kunden so gesund wie möglich zu halten und auch den Breitensport zu unterstützen. Und hier geht es in erster Linie halt nicht nur darum, die Profivereine vor Ort zu haben, aber auch die Möglichkeit zu geben für die breite Masse oder für gerade den Jugendaufbau und die kleinen Vereine zu unterstützen. Doch bevor der Sieger des diesjährigen Amateursportpreis 2019 gekürt werden kann, sind Sie gefragt. Voten Sie für Ihren Liebling entweder auf der Internetseite nightofsports.berlin oder bei uns auf hauptstadtsport.tv. Wir können die Berliner und Berlinerinnen und natürlich auch die Brandenburger und Brandenburgerinnen nur bitten, dem Amateursport eine Stimme zu geben und für ein Team zu voten. Alle Teams haben es gleichermaßen verdient mit ihren Erfolgen, mit ihrem Einsatz, mit ihrem Ehrgeiz, dem Spaß und dem Teamgeist, den sie entwickeln, ihre Ziele zu verfolgen. Die Eröffnung des Votings war heute nicht das einzige Highlight. Gleich im Anschluss gab es eine atemberaubende Show. Das Feuerwerk der Turnkunst kam mit dem Motto Connected in die Mercedes-Benz Arena. Seien Sie für den Sieger 2019 mitverantwortlich und stimmen Sie jetzt ab.